Ja, liebe Freunde, herzlich willkommen auf meinem Kanal zu einem weiteren Video. Ihr seht, mein Pfeifchen brennt schon. Ja, und was brennt denn da? Da brennt die Hilsen Pacific 305 Lippenbiss, 9 mm gefiltert. Wunderschönes Pfeifchen. Ihr habt es schon oft gesehen in einem meiner Videos, denn die Pfeife gehört einfach zu meinen Favoriten und daher wird die auch immer wieder hergenommen. Und was wird in dieser Pfeife heute verraucht? Ihr habt es ja schon im Titel gelesen. Es hat wieder einmal ein Dürninger Tabak zu mir gefunden. Ein Tabak aus dem Hause Dürninger und zwar der English Green Nummer 3. Ja, wer meinen Kanal verfolgt, der hat natürlich auch das Review des kleinen Bruders dieses Tabaks schon mitbekommen. Der English Green Nummer 2 von Dürninger, der wurde ja unlängst von mir hier schon reviewed. Jetzt habe ich mir einmal den Nummer 3 geholt, denn er hat mich dann doch sehr interessiert. Und ich war sehr gespannt auf diesen Tabak. Er hat jetzt eine Zeit lang bei mir gelegen, aber jetzt war es dann doch soweit, ihn zu verrauchen. Ich lege mal die Pfeife beiseite. Ich blende euch mal ein Tabaksbild ein. Um was handelt es sich hier? Ihr seht ein sehr dunkles Tabaksbild. Schwarze Tabake, mittelbraun, ein wenig hellbraune Tabaksfäden in diesem Loose Cut. Es ist eine Mischung aus, was gibt Dürninger an? Viel Latakia, Virginia ist enthalten, Kentucky, Black Cavendish und eine Brise Perique. Ja, klingt spannend und vielversprechend. Ich rieche mal in die Dose rein. Ich kenne den Tabak natürlich, aber ich schildere euch mal, was man hier so riecht. Natürlich, wenn in der Beschreibung steht viel Latakia, dann ist natürlich auch viel Latakia enthalten und der sticht natürlich gleich in den Vordergrund. Ich rieche rauchig, würzig, rauchig-würzigen Tabak durch Latakia. Wahrscheinlich hier auch ein bisschen mit am Aroma schon beteiligt der Kentucky. Ich habe eine doch deutlich wahrnehmbare Süße in diesem Tabak. Ja, und das ist es eigentlich schon ganz grob beschrieben. Mehr kann man dazu gar nicht sagen. Klingt im ersten Moment nicht spannend vielleicht für den einen oder anderen, aber es riecht wirklich auch nicht unangenehm. Wenn man jetzt sagt, oh, viel Latakia, da ist bestimmt wieder irgendwie, aber der Tabak, er überfällt einem wirklich nicht. Er riecht rauchig, er riecht würzig, aber es ist nicht diese brennende Rauchigkeit, die einem sofort in der Nase irgendwie sticht. Und ich beschreibe es öfter so, es ist wie wenn man draußen sitzt, man hat abends ein Lagerfeuer an, der Regen kommt und er löscht dieses Feuer und dann liegt in der Luft dieser Geruch von feuchter Holzkohle. Frisch gelöschtes Lagerfeuer, aber wirklich nicht beißend, nicht brennend, zurückhaltend, aber nicht unlecker, also es riecht wirklich sehr gut. Der Geruch allein hat mich wirklich schon sehr, sehr positiv gestimmt auf den Tabak und ich habe ihn natürlich jetzt schon sehr oft verraucht und ich werde mir die Pfeife jetzt nochmal entzünden, die ist ausgegangen, damit ich euch meine Wahrnehmungen top aktuell präsentieren kann und nicht aus der Erinnerung rufen muss. Ja, und wenn man den Tabak entzündet, bei mir war er natürlich schon entzündet vorher,
Da hat man auch sofort dieses rauchige Lagerfeuer durch den Latakia und den Kentucky. Aber wie gesagt, ohne übermäßig herb zu sein oder gar bitter zu werden. Nebenher schwingt diese leichte Süße mit der Virginias. Und der Black Cavendish, der hier mit eingemischt ist, der sorgt nicht nur im Tabaksbild für dieses dunkle, kräftige Bild, sondern er macht diesen Tabak auch ein bisschen milder. Ohne jetzt aber die Latakia irgendwie zu begrenzen oder abzudecken, abzutöten, er macht es einfach ein bisschen milder und verleiht dem Tabak fast schon eine leichte Cremigkeit und verhindert damit natürlich auch, dass der Latakia ein bisschen in die Spitzen geht, um jetzt irgendwie ein bisschen dominant zu werden. Der Perique hält sich anfangs hier sehr zurück, absolut im Hintergrund. Ich denke, er ist auch homöopathisch nur beigefügt. Er ist so das gewisse Prieschen Salz in dieser Suppe. Ich empfinde ihn oder ich meine an der Zungenspitze eine leichte Schärfe wahrzunehmen. Die könnte man dem Perique andichten. Würde man aber diese Mischung ganz unvoreingenommen sich in die Pfeife stopfen, ohne zu wissen, was man da hat. Ich denke, man würde den Perique jetzt nicht vermuten, wenn man es nicht vorher liest, dass er enthalten ist, zumindest anfänglich. Denn nach der Hälfte der Pfeife meine ich dann schon etwas mehr vom Perique festzustellen. Es ist eine leichte Pfeffrigkeit auch in der Nase spürbar, neben der Rauchigkeit, die der Latakia und eventuell auch der Kentucky hier beiträgt zu spüren. Auch der Kentucky hier überhaupt nicht sich in den Vordergrund drängen. Ich denke, er ist ein Nebendarsteller in dieser Mischung, aber schon mit einer tragenden Rolle, denn er sorgt einfach hier noch mit für die Ausgewogenheit dieser Mischung. Ich bin ja immer ein bisschen mit Kentucky nicht so Freund, aber wenn er hier fehlen würde, dann würde dem Tabak wirklich komplett, denke ich, was fehlen. Also Perique und Kentucky hier schon den Latakia nicht als Alleindarsteller dastehen zu lassen. Sie nehmen ihn praktisch bei den Händen und sorgen gemeinsam für diese tolle Komposition, die Virginias natürlich als Zweitbesetzung in diesem Tabakkino, würde ich es jetzt mal nennen, natürlich auch mit der Süße und trägt natürlich auch noch ein bisschen mit einer Würzigkeit mit herbei, aber hier ist schon der Latakia ist hier schon der Erstgenannte und ich denke, er hat hier auch das Sagen in diesem Tabak. Ja, der Tabak brennt kühl und gleichmäßig ab. Ihr seht es hier, hat sich eine weiße Ascheschicht gebildet. Ich muss noch mal nachfeuern. Ich rede immer zu viel. Und der Tabak, der möchte schon bei Laune gehalten werden. Er muss nicht schnell geraucht werden, aber
Er will schon nicht, er mag es nicht, wenn man ihn vernachlässigt. Ich sag mal so. Ja, da komme ich eigentlich auch schon zum Fazit dieses Videos. Dünninger erfindet mit dieser Latakia-Mischung, die von Kopp geblendet wird, das Rad nicht neu, sage ich mal. Dennoch hat mich dieser Tabak sehr, sehr positiv überrascht und bietet im dichten Wald der vielen Latakia-Mischungen, die es ja bei uns auf dem Markt gibt, dennoch noch Nuancen für mich, die ihn von anderen Mischungen unterscheiden. Ich kann immer nicht den Tabak direkt mit einem anderen Tabak vergleichen. Da reicht mein Erinnerungsvermögen nicht aus, dass ich sage, oh, der Tabak, der schmeckt jetzt genau wie der und der, den ich vor einem halben Jahr mal hatte. Ich sehe ihn schon als eigenständigen Tabak. Es ist ein schöner, ätherischer Latakia-Mix. Und ich kann ihn absolut empfehlen. Für mich eine absolut gelungene Mischung. Und ich behaupte, dass dieser Tabak definitiv wieder zu mir finden wird. Ja, finde ich gut. Dünninger English Green Nummer 3 für Freunde englischer Mischungen, die auf einen cremigen, ätherischen Latakia-Rauchgenuss Wert legen und daran Freude haben. Die dürfen hier gerne zugreifen und ich denke, hier macht man nichts falsch. Wer hat von euch den Dünninger English Green Nummer 3 schon mal geraucht? Dünninger Tabake sind ja immer ein bisschen unter dem Radar in der Community. Man sieht sie wirklich nicht oft. Zu Unrecht, wie ich finde. Denn auch der English Green Nummer 2, der ein bisschen milder daherkommt, der kein Kentucky enthält, der wird ein bisschen stiefmütterlich behandelt. Ich finde, die Tabake haben das nicht verdient. Die Dünninger Tabake, gerade die englischen Mischungen, die ich bisher jetzt, ja gut, es waren jetzt nur die zwei, aber die beiden sind auf jeden Fall nicht zu verachten, meiner Meinung nach. Schreibt es in die Kommentare, wer die Tabake kennt oder jetzt natürlich hier explizit den Dreier von Dünninger aus der English Green Serie. Ich bin gespannt. Und ja, ich wünsche euch wie immer viel Freude bei euren Pfeifen, bei eurem Tabak und ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Bis dahin, euer Marco.